ich gehe von dem Symptomverständnis aus, wo jedes Symptom einen Sinn hat. Man kann ja sagen, das Symptom ist ein Problem. Man kann aber auch sagen, das Symptom ist eigentlich eine Lösung. Ich finde auch, man muss es auch erzählen. Also vieles ist unterm Radar, was bei Kindern und Jugendlichen passiert. Traumberuf ist ein Traumberuf. Frank Köhnlein ist zu Gast in SWR1, Leute. Was sind Sie in erster Linie, Arzt oder Autor? Wenn ich das wüsste, also das kann man nicht so einfach beantworten. Ich bin natürlich schon Arzt und ich bin aus Versehen noch Autor geworden. Aus Versehen? Also das ist ja jetzt nicht, dass sich das zufällig ergeben hat, sondern Sie werden sich ja hingesetzt haben. Ja, es schrieb mit mir sozusagen. Also ich habe so viele Geschichten erlebt irgendwie. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Psychiater und habe so viele Geschichten erlebt. Und dann habe ich gedacht, komm, ich schreibe die mal auf, weil die Leute nachgefragt haben und weil sie immer zuhören, wenn ich die Geschichten erzähle. Dann habe ich angefangen zu schreiben und dann schrieb es mit mir. Und dann hat man die Kombination Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Schriftsteller von Psycho- oder Psychologie-Krimis. Was ist Ihnen da lieber? Ist das beides in Ordnung? Ja, das ist eine etwas gesplittete Identität, das stimmt, aber ist beides in Ordnung. Ich bin noch viel mehr irgendwie, aber das... Nämlich? Ja, ich bin noch Behördenmitglied und ich bin noch Supervisor und ich bin noch Lehrer an der Hochschule. Also man hat viele verschiedene Hüte. Familienvater. Ach stimmt, ja, das bin ich ja auch. Richtig, ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Was begegnet Ihnen eigentlich recht regelmäßig so in Ihrem medizinischen Job? Geht das von Schlaf bis Persönlichkeitsstörungen? Ja, also Persönlichkeitsstörungen bei Kindern und Jugendlichen, da bin ich immer ein bisschen zurückhaltend. Ich sage Persönlichkeitsstörungen, also die Persönlichkeit entwickelt sich bis zum 20., 25. Lebensjahr. Da tue ich mich schwer damit, bei einem 16- oder 14-jährigen Mädchen zu sagen, das ist persönlichkeitsgestört. Aber tatsächlich, es ist alles vom Einnässen bis hin zu schweren psychotischen Störungen. Also wirklich Jugendliche, die völlig neben sich stehen, die wirklich psychotisch, also schizophren beispielsweise sind. Und wie gehen Sie das dann jeweils an? Also haben Sie da, okay, fürs Einnässen habe ich hier eine Vorgehensweise, wie macht man das? Es ist ja individuell abhängig und es kommt ja immer auf den Menschen an. Definitiv, natürlich. Es gibt Leitlinien oder die medizinischen Gesellschaften haben Leitlinien aufgestellt, was man wie zu behandeln hat. Aber selbst die sind nicht so, die muss man nicht sklavisch einhalten. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Wenn ich zwei depressive jugendliche Mädchen habe, sind die grundverschieden in aller Regel. Gerade bei Jugendlichen ist Depression zum Beispiel so unterschiedlich, dass man nicht sagen kann, ich behandle das nach dem und jenem Schema. Gibt es für Sie ein Lieblingsalter bei Patientinnen und Patienten? Also sagen Sie, die Jugendlichen sind mir lieber, als die verstehe ich mehr als Kinder? Ich weiß nicht, ob ich die mehr verstehe, aber ich kann besser mit denen. Also ich kann es einfach besser. Und ich habe es in meiner Karriere auch mehr gemacht. Ich war auf einer Jugendlichenstation ganz lange und sowas. Also ich habe damit mehr Erfahrung. Und ich habe vor kurzem zu jemandem gesagt, also ganz ehrlich, wenn ich ein psychisch krankes Kind hätte, würde ich es nicht unbedingt direkt gleich zum Köhnlein schicken. Aber wenn ich einen psychisch kranken Jugendlichen hätte, den würde ich dann schon mal beim Köhnlein vorstellen. Also das liegt mir einfach ein bisschen mehr. Kann man als Psychiater auch so eine Art Freund oder Bekannter sein? Von? Von demjenigen, der Ihnen dann gegenüber sitzt? Oder wie ist da so die Rollenverteilung? Also es muss ja ein Vertrauensverhältnis geben. Wie eng ist das? Ja, das ist schon schwierig, Freund und Bekannter. Aber tatsächlich, ich habe mit vielen Patienten WhatsApp-Kontakt und die vertrauen mir dann natürlich auch per WhatsApp schnell mal an, ich stehe gerade an der Mauer oben irgendwie und ich will da runterspringen. Und das ist ja schon was Freundschaftliches und ist jenseits meiner Professionalität. Wenn ich ganz professionell wäre, würde ich sagen, wende dich bitte an Notfalldienst oder an die Polizei. Das geht ja gar nicht irgendwie. Wenn eine Jugendliche an der Mauer steht und sagt, ich springe jetzt da runter, kannst du ja nicht. Also insofern ist es natürlich eine im weitesten Sinn freundschaftliche Beziehung. Aber klar, es gibt eine Hierarchiegrenze. Also ich bin älter, ich bin Arzt und so weiter. Also das kann man ja, also ja, das muss man aufpassen, dass das nicht zerfließt oder verfließt. Aber Sie würden Ihre Jugendlichen jetzt ungern außerhalb der Praxis irgendwie auf ein Getränk oder im Skatepark treffen? Nein, das wollen die vor allen Dingen nicht irgendwie. Also, aber wir haben auch wenig gemeinsame Überschneidungsbereiche. Also in die Partys, wo die gehen, da würde ich sehr auffallen. Und Sie gehen nicht skaten? Ich gehe nicht skaten, obwohl ich manchmal Skaterklamotten trage. Sie sagen, Lachen ist ganz wichtig. Unbedingt, ja. Ja. Also Kinder- und Jugendpsychiatrie ist total traurig und schlimm. Wirklich, das ist wirklich so. Du erlebst wirklich sehr elende Sachen. Und sie ist total lustig und total spaßvoll. Und die Kinder, selbst die elende Sachen erlebt haben, mit einigen Ausnahmen natürlich, die können lachen. Und deswegen, das ist wahnsinnig wichtig. Ist das nicht auch ein Balanceakt? Also lachen einerseits, aber dann halt den anderen logischerweise auch ernst nehmen? Ja, immer, natürlich. Also ich habe eine Jugendliche irgendwie mal betreut, die hat gesagt, wenn ich mich fehlverhalten habe, hat mein Vater mit Messern geworfen.
Dann warf der einfach mit Messern durch die Wohnung mit Scheren. Und dann musste ich immer rumspringen irgendwie, dass ich den Messern ausweiche. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, ich fühlte mich ein bisschen wie so ein Hase. Also Sie sehen, eigentlich total tragisch und traurig, elend, wenn man sich das vorstellt, da fliegen die Messer durch die Wohnung. Und sie macht aber den Schlenker und macht einen Witz da draus. Und dann kannst du den Witz mit aufnehmen, ohne den Ernst gleich aus den Augen zu verlieren. Mhm. Ja. Und der Witz sollte dann eher nicht von Ihnen kommen, sondern eher von im Idealfall, ja, natürlich. Von den Jugendlichen. Ja, natürlich. Mit schwer traumatisierten und psychisch kranken Kindern und Jugendlichen arbeiten Sie. Und Sie schreiben Krimis auf Basis des täglich Erlebten. Namen und Zusammenhänge werden dann so ein bisschen verändert und angepasst. Haben Sie Ihren Patientinnen und Patienten das vorher sagen müssen? Pass mal auf, du könntest da auch auftauchen in einem der Bücher, ohne dass du dich direkt wiedererkennst? Nein, also ich habe es nicht gesagt. Die Patienten haben dann irgendwann gesagt, bin ich da eigentlich drin in dem Buch? Und ich erinnere mich, einmal hat mir eine Mutter hat mir gesagt, sie habe das Gefühl, ihre Tochter sei da drin. Aber das stimmte einfach nicht irgendwie. Es gibt manche Geschichten, die sind halt dann doch sehr ähnlich. Aber in aller Regel werden die in den Büchern verfremdet und zusammengestückelt aus verschiedenen Geschichten. Ansonsten wäre es wirklich tragisch, wenn man eins zu eins Patientengeschichten da transportieren würde. Das geht ja auch nicht. Ich habe ja auch eine ärztliche Schweigepflicht. Und in einer kleinen Stadt wie Basel ist es natürlich dann schon irgendwann mal überschaubar, wer ist denn eigentlich jetzt dieser in Anführungsstrichen Vollpsycho irgendwie, über den der Köhnlein da schreibt. Und das heißt, Sie schöpfen aus Erfahrungen über Jahrzehnte? 25 Jahre, ja. Ja, ja, absolut. Das sind 2,5. Das stimmt. Das stimmt. Das sind mehrere Generationen Jugendliche, ja. Hat das Schreiben für Sie auch eine therapeutische Wirkung? Ich glaube nicht. Also, weil das müsste ich wahrscheinlich einen Psychoanalytiker fragen irgendwie. Aber ich glaube nicht. Also, es ist nicht was Reinigendes oder so. Das passiert anders. Das machen wir Psychiater anders. Dazu haben wir Austausch mit Kollegen, dazu haben wir eine Supervision. Das machen wir nicht Kunst dafür. Aber was war denn so der Auslöser für Sie, dass Sie sagten, ach, das schreibe ich alles mal auf? Na, einfach, was ich vorher schon sagte, irgendwie, die Leute sind daran interessiert. Also, die sind interessiert an diesen Geschichten. Und ich merkte das irgendwie, wenn ich von meinem Alltag erzähle, dann werden die Ohren groß oder die Augen werden groß. Und dann habe ich gedacht, komm, das kann man doch erzählen. Und ich finde auch, man muss es auch erzählen. Also vieles ist unterm Radar, was bei Kindern und Jugendlichen passiert. Und deswegen, ich will nicht sagen, das hat einen missionarischen Charakter, aber ich möchte schon auch gern, dass die Leute wissen, was bei Kindern und Jugendlichen eben auch dazugehört. Es ist nicht einfach nur eine unbeschwerte Zeit. Aber jetzt habe ich die Vorstellung, so der Psychiateralltag, da ist man konfrontiert mit ganz vielen schweren Schicksalen und Geschichten, ja, und dass es wichtig ist, eine Trennung zwischen Praxisleben und Privatleben hinzukriegen. Sie brechen das ja bewusst auf und nehmen diese Geschichten mit in ihr Privatleben, setzen sich hin und schreiben die dann auch noch auf. Das stimmt, aber Sie sind ja auch, also diese Woche sagte ich einer Jugendlichen, du, ich habe noch nie was in Netflix angeguckt. Dann hat sie gesagt, was, echt nicht? Dann habe ich gesagt, ja, nein, habe ich nicht. Dann hat sie gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen, bei Ihrem Beruf braucht man kein Netflix. Und das stimmt. Also ich bekomme ja auch so viele Geschichten und letztlich könnte ich die auch in meiner Praxis lassen, da haben Sie völlig recht. Aber ich finde die so wertvoll, aufgeschrieben, festgehalten zu werden. Natürlich modifiziert, aber aufgeschrieben und festzuhalten, das finde ich wichtig. Aber ist das nicht extrem schwer für Ihren Kopf? Nein. Der Starks Sture Verlag, in dem Ihre Bücher erscheinen, der hat sich's auf die Fahne geschrieben, psychologische Themen verständlich zu machen und für eine Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen zu sorgen. Das ist ein großes Ziel, ne? Ja, ich bin da ein kleines Rädchen drin, irgendwie das zu versuchen. Wissen Sie, wenn Sie fragen, was willst du eigentlich mit deinen Büchern zum Ausdruck bringen? Ich glaube, ich gehe von dem Symptomverständnis aus, wo jedes Symptom einen Sinn hat. Man kann ja sagen, das Symptom ist ein Problem. Man kann aber auch sagen, das Symptom ist eigentlich eine Lösung. Also wenn dieser Junge in den Papierkorb kotet, ist es natürlich ein Problem, weil es stinkt und er ist sozial auffällig und so weiter. Aber es ist auch eine Lösung für ihn. Der löst damit irgendwas, sonst würde er es nicht tun. Und wenn sich eine Jugendliche die Unterarme aufritzt oder die Beine aufritzt oder wenn ein anderer Jugendlicher sich wirklich in den Dunst kifft irgendwie, dann ist das erstmal ein Lösungsversuch. Wir sind uns sehr schnell einig, es ist nicht klug, in den Papierkorb zu koten. Es ist nicht klug, sich die Arme aufzuritzen oder sich die Birne wegzukiffen. Aber es ist immerhin mal ein Versuch, ein Problem zu lösen. Sie haben sich die Romanfigur Dr. Paul Hepp einfallen lassen. Er trinkt Kaffee, fährt Fiat und geht mittwochs in den Zoo, um über seine Patienten nachzudenken. Und Sie so? Ich trinke Kaffee, ich fahre kein Fiat. Ja. Mein Vater fuhr Fiat, also ich bin ein Fiat-Kind.
auch ein geplagtes Fiat-Kind. Und ich war auch viel im Zoo tatsächlich. Ich habe sogar das erste Buch im Zoo geschrieben, ungelogen. Das habe ich nachgelesen. Die ersten beiden Bücher sind zu großen Teilen in der Nähe des Affenhauses oder im Affenhaus so ist es, entstanden. Im Affenhaus, ja. Das aktuelle Krankmachen jetzt? Nein, 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 nicht. Also Affenhaus ist jetzt fertig irgendwie. Das jetzt dauerhaft als Fläche zu nehmen, das Inspirationsort meinen Sie? Genau, nein, 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 das funktioniert dann auf Dauer auch nicht. Irgendwann sind dann die Affen auch zu langweilig. Das heißt, das war jetzt ganz einfach am Schreibtisch gesessen und man hat es runtergeschrieben. Nein, das ist lustig. Wissen Sie, ich schreibe wirklich egal wo. Wenn ich Zeit habe und ich kann im Bus schreiben. Also, und ich schreibe auch mal nur kurz. Es gibt so, ich habe eine Schriftstellerkollegin irgendwie, die sagt, sie kann nur schreiben, wenn sie wirklich konzentriert da sitzt und in ihrem Büro sitzt und dann schreibt. Ich schreibe egal wo. Also wenn ich gerade Lust habe, dann schreibe ich ein Stück. So. Ich habe die Vorstellung, der Arzt, der hinter seinem Schreibtisch sitzt und in so ein kleines Gerät, was reinspricht, das Diktiergerät, weil so liest es sich manchmal auch, dass es wirklich so ein bisschen nicht staccatohaft, aber sehr schnell halt ist. Dass es nur so ein paar Erinnerungen vielleicht auch sind, die man gerade noch im Kopf hat. Passiert das auch? Das kann man mir vorhalten, ja, tatsächlich. Also beispielsweise wird mein Protagonist nirgends beschrieben und ich habe mir mal den Spaß gemacht, in der Familie zu fragen, wie würdet ihr euch denn den Dr. Hepp vorstellen? Und es kamen 4 unterschiedliche Bilder raus, irgendwie wie der aussieht, wie der ist irgendwie. Also ich muss mir vorhalten lassen, dass nicht gut beschrieben wird. Ehrlich, aber das lässt doch auch viel mehr Raum für Fantasie. Also bis wahrscheinlich dann die erste Verfilmung ansteht und Dr. Paul Hepp ein ganz klares Gesicht bekommt. Das stimmt, wobei dann müsste Josef Hader ihn spielen. Das ist, glaube ich, klar. Also es geht schon so in diese Richtung. Was hat Hepp, was Sie gern hätten? Ein Fiat. Also ich müsste mein Fiat-Trauma, glaube ich, noch überwinden. Nein, da haben Sie nicht gerade gesagt, Sie sind geplagtes Fiat. Ja, natürlich, man muss ja sein Trauma abarbeiten. Na, ich weiß nicht, ob der viel hat, was ich gerne hätte. Ich finde ihn manches Mal auch ein bisschen komisch irgendwie. Ich hoffe selbst nicht so ganz so komisch zu sein, wie der eigentlich komisch ist. Und der hat so viele Außenbeziehungen, also da muss ich mich wirklich dagegen verwahren. Das habe ich so nicht, also und das hätte ich auch nicht gerne. Also es ist ja auch anstrengend. Und Hepp ist bei Instagram, Sie nicht, ne? Tatsächlich, ja, ich bin nicht bei Instagram, ja. Ja, da bin ich zu alt dafür. Ich dachte, Ihnen würde vielleicht was fehlen oder so dann dadurch. Aber Hepp halt nicht. Nö, ich glaube nicht. Für den Hepp, wie Sie ihn nennen, ist der Kinderpsychiater der Traumberuf. Ist das bei Ihnen auch so? Ist definitiv. Deckungsgleich? Traumberuf. Ist ein Traumberuf. Also vielleicht, wissen Sie, als ich Medizin studiert habe, irgendwie geschieden sehr viele Fächer sehr schnell aus, weil also ich persönlich würde zum Beispiel nicht gerne von mir selbst chirurgisch versorgt werden. Also eine Naht vom Köhnlein möchte ich niemandem zumuten, das ist Körperverletzung. Und dann könnte ja auch Kunst sein, dass man das ganze Leben was davon hat. Das wäre definitiv. Also da schieden die ganzen schneidenden Fächer schon aus und sowas und ich wollte natürlich gerne Augenarzt werden oder sowas, aber der Köhnlein am Auge, um Gottes Willen. Und die sprechende Medizin und die Psychiatrie, das hat mich schon im Grundstudium irgendwie sehr, sehr fasziniert und da bin ich hängen geblieben. Nein, das ist ein Traumberuf. Und dann bin ich bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie gelandet und ist noch traumhafter als Psychiatrie. Ist wirklich so. Toller Beruf. Ich bin glücklich. Über einen besonderen Wahnsinn möchte ich jetzt sprechen. Der taucht in Ihrem neuesten Buch Krankmachen auf. Münchhausen bei Proxy-Syndrom spielt da eine wichtige Rolle. Ja. Was ist das? Damit fängt das Buch an. Das klingt erstmal, als ich es gelesen habe, dachte ich, der erste Begriff Münchhausen bei Proxy, ach du Schande, doch ein Sachbuch, ist es aber logischerweise nicht, haben wir schon drüber gesprochen. Aber was hat es auf sich damit? Ja, das Münchhausen bei Proxy-Syndrom ist ein sehr, sehr seltenes, Gott sei Dank sehr, sehr seltenes, aber sehr, sehr gefährliches Phänomen aus dem Bereich des Kindesschutzes. Also eine Form von Kindesmisshandlung, die völlig schwierig nachvollziehbar und verstehbar ist. Also verstehbar ist allenfalls, warum ein Vater seine Tochter schlägt. Verstehbar ist, warum ein Kind, ich hatte eine Jugendliche, die musste zum Essen auf dem Balkon sitzen im Winter, irgendwie so, wenn sie bestraft werden sollte und so. Das ist noch irgendwo in Anführungsstrichen verstehbar. Das kann man noch nachvollziehen. Münchhausen bei Proxy kann man nicht nachvollziehen. Gibt es dafür ein Beispiel? Also ja, das Grundphänomen dabei ist, dass Mütter, und man muss wirklich sagen, Mütter, 95%, und ich sage jetzt Täterinnen, weil es sind schwere Körperverletzungen, 95% sind eben die Mütter oder sind Frauen, dass diese Bezugsperson, dass die das Kind absichtlich schädigen.
also vorsätzlich schädigen, um medizinische Aufmerksamkeit zu bekommen. Also die rennen dann zum ersten Arzt, zum zweiten Arzt, zum dritten Arzt, irgendwann ins Kinderkrankenhaus und sowas, um medizinische Aufmerksamkeit für das Kind zu bekommen. Das heißt, sie behaupten, mein Kind hat was und kein Mediziner erkennt es und dann fühlt man sich nicht bestätigt. Zum Beispiel dieses oder sie produzieren Symptome. Ja. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Medikamentenkombinationen, die lösen Epilepsien aus. Die lösen einen Anfall aus und dann ist der Anfall sogar vor dem Notarzt dokumentiert. Das Kind krampft tatsächlich, aber letztlich ist es ausgelöst durch die Mutter. Sie beschreiben recht krass, wie besonders Münchhausen bei Proxy ist, ohne es am Anfang überhaupt zu beschreiben, muss ich sagen, weil sie drehen so ein paar literarische Kringel. Sie setzen es in einen Vergleich, dass einer sein Kind mit einem armdicken Ast halb tot prügelt, dass jemand den Buben, wie sie schreiben, zwingt, zur Strafe das Erbrochene aufzuessen. Solche Meldungen kennen wir leider aus den Zeitungen, sie aus ihrem medizinischen Alltag. Ohne dass man es jetzt in Kategorien fassen möchte, was ist schlimmer als das andere, aber Münchhausen bei Proxy ist ja gar nicht so populär. Kann man da irgendwie Werte angeben, wie oft begegnet Ihnen das? Also es begegnet einem zum Glück selten. Die Statistik sagt, dass in einer Region von 1 Million Einwohnern das etwa einen Fall pro Jahr gibt. Das würde bedeuten, in Baden-Württemberg gibt es 11 Fälle pro Jahr. Mhm. Und das ist natürlich viel, viel seltener, Gott sei Dank, viel, viel seltener als andere Formen von Missbrauch, die auch traurig viel und häufig sind. Aber das Münchhausen bei Proxy-Symptom ist so schwer verstehbar und auch so gefährlich irgendwie, dass man froh sein kann, dass es höchstwahrscheinlich nur so wenige Fälle sind. Und Sie sagen, es ist nicht heilbar? Es ist praktisch nicht heilbar. Also Münchhausen bei Proxy ist ja eigentlich die Mutter krank und nicht das Kind. Das Kind wird sekundär krank. Die meisten Opfer von Münchhausen bei Proxy, die höchste Risikospanne liegt zwischen 0 und 1 Jahren. Die sind natürlich wehrlos ausgeliefert. Es gibt auch ältere Kinder und im Buch schreibe ich auch über ein älteres Kind, die verstehen das nicht. Also die werden sekundär sozusagen traumatisiert, die verstehen das Verhalten der Mutter nicht. Die ist gleichzeitig liebevoll, meistens sind es gute Mütter und andererseits so schädigend irgendwie, die verstehen es nicht. Aber die eigentliche Störung hat natürlich die Mutter und es gibt keine wirklich qualifizierte Behandlung dafür, weil diese Mütter bis zum Schluss aufrechterhalten, ich habe das nicht getan, was mir unterstellt wird. Aber ich kann mir ja vorstellen, auch Sie brauchen eine Weile, um dahinter zu kommen, weil Ihnen sitzt ein Kind, ein Jugendlicher gegenüber, der Ihnen die Geschichte erzählt, aber wie Sie ja gerade sagen, eigentlich sitzt Ihnen dann die falsche Person, eigentlich müsste Ihnen die Mutter gegenüber sitzen. Das ist so, ja. Aber um die Mutter muss sich jemand anders kümmern, da muss sich dann ein Sozialarbeiter kümmern, ein Jurist drum kümmern. Meistens gehen die nicht in Therapie, die haben kein Leiden, die sagen, ich werde falsch verstanden, mir wird etwas unterstellt. Und die Kinder, mit denen muss man erstmal herausarbeiten, was sind denn die guten Anteile an deinen Eltern, an deiner Mutter? Und was sind die Anteile, die du nicht verstehst und die vielleicht sogar schädigend und böse sind? Und die muss das Kind ja irgendwie integrieren können. Die Mutter ist nicht einfach nur ein guter oder nicht einfach nur ein schlechter, böser Mensch. Ein weiteres aktuelles Thema möchte ich in SWR1 Leute mit Frank Köhnlein als Kinder- und Jugendpsychiater noch besprechen. Die Pandemie. Haben wir anfangs so ein bisschen gerätselt, was wird die mit uns machen? Jetzt zeichnet sich das immer mehr und mehr ab. Sie kennen es sicher auch aus der Praxis. Wie groß sind bei Kindern und Jugendlichen Zukunftsängste, Vereinsamung? Ja, tatsächlich, die Pandemie hat riesigen Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Und ich finde es auch plausibel, wenn du 15 Jahre alt bist, dann nimmt die Pandemie 10% deiner Lebenszeit ein. Das würde bedeuten, wenn du 60 bist, wären das 6 Jahre. Also 10% oder es ist sogar noch mehr irgendwie, wahrscheinlich 10 Jahre beziehungsweise sind mehr als 10% der Lebenszeit. Also das ist ein großer Impact. Auf der anderen Seite sind die meisten Jugendlichen kommen gut durch diese Pandemie. Das zeigt es gibt so eine Follow-up-Studie, die COPSI-Studie aus Hamburg, die hat zu 3 Zeitpunkten gemessen, wie reagieren Kinder und Jugendliche da drauf. Man sieht, dass die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen damit gut umgehen kann und gut da rauskommen wird. Wer hängen bleibt, sind die zum einen sozial am Rand stehen, die nicht gut sozial integriert sind, die haben es besonders schwer, und diejenigen, die vorher schon psychisch krank waren. Mhm. De facto ist es so, dass also bei uns in der Praxis haben zum Beispiel die Anmeldezahlen etwa um 60% zugenommen seit der Pandemie. Okay. Also das muss da schon einen Zusammenhang geben. Aber es ist nicht so, dass die Kinder unmittelbar Angst haben vor der Infektion oder vor der Krankheit oder so, sondern dass generell der Angstlevel in der Gesellschaft gestiegen ist. Und man weiß es jetzt, dass was zugenommen hat bei Kindern und Jugendlichen sind Ängste und Depressionen. Bei Essstörungen ist man noch nicht so ganz sicher.
Man hat lange angenommen, dass die Suizidalität, die Tendenz, sich das Leben zu nehmen oder gar Suizide zunehmen, keine Studie hat es bisher belegen können, Gott sei Dank. Also das scheint nicht ein Problem zu sein. Aber das Problem sind Angststörungen, ADHS hat deutlich zugenommen und Depressionen. Depressionen bei Jüngeren, ist das auch Hyperaktivität? Ist das auch so ein Phänomen, was sozusagen durch die Pandemie vielleicht nochmal verstärkt wurde? Definitiv, vor allen Dingen durch die Vereinzelung. Also diese Lockdown-Maßnahmen, so wichtig und richtig die gewesen sein mögen, die haben gewaltigen Einfluss auf Kinder und Jugendliche gehabt. Und das hat man in der zum dritten Zeitpunkt irgendwie der Messung festgestellt, wo es wieder offener war, geht es den Kindern und Jugendlichen wieder besser. In dem ersten und zweiten Zeitpunkt hat man sich gefragt, wie sehr ist dein Leben eingeschränkt oder wie erlebst du deine Lebensqualität. Da haben 70% der Kinder und Jugendlichen gesagt, es ist sehr eingeschränkt. Also die haben darunter gelitten. Und ich glaube, sie haben wirklich die Hauptlast getragen von dieser Pandemie. Und das ist in der Schweiz genauso? Ist definitiv so. Also das ist übertragbar, tatsächlich, ja. Aber tatsächlich begegnen mir jetzt in letzter Zeit mehr Jugendliche, die sich existenzielle Sorgen machen. Das hat natürlich auch mit Ukraine zu tun. Irgendwie, es wird ja eine Katastrophe von der nächsten abgelöst. Und dann kommen, und das ist zum ersten Mal in meiner Kinderpsychiaterkarriere, und ich bin jetzt schon seit 20 Jahren in der Kinderpsychiatrie, dass Kinder sagen, haben Sie Angst vor dem Atomkrieg, Herr Köhnlein? Also das war unser Thema noch, als ich Jugendlicher war, ja. Das mit der NATO-Nachrüstungsbeschluss und so weiter, da hatten wir Angst, das war verschwunden und jetzt ist das Thema wieder da. Wie gehen Sie darauf ein, wenn Ihnen die Frage gestellt wird? Ja, wir diskutieren das dann miteinander und vor allen Dingen versuche ich rauszubekommen, was dem Kind oder was der Jugendlichen Sorge macht. Und oftmals ist es auch eine andere Sorge als nur die vor dem Atomkrieg, sondern eher so die Sorge, Sie haben es angetönt, Zukunftsängste, wie geht es denn eigentlich weiter mit der Gesellschaft? Es sind nicht nur die Öko-Themen und so, sondern wenn eine Gesellschaft so mit Krankheit, mit Krieg bedroht ist, irgendwie werde ich noch Kinder haben? Irgendwie wird es die Welt noch geben? Oder lohnt es sich überhaupt, Kinder in die Welt zu setzen? Ja, also das ist ja genau das. Definitiv, das stellen sich Jugendliche diese Frage, ja. Es ist so, als eine weitere Folge der Pandemie werden bei Kindern und Jugendlichen auch gerne so das Risiko häusliche Gewalt, ja. Übergewicht, ja. Überdurchschnittliche starke Mediennutzung festgestellt. Das ist auch das, was Sie in Ihrem Erfahrungen merken. Das ist die kürzeste Antwort, die ich heute wahrscheinlich gegeben habe. Ja. Da kann man gar nichts anderes sagen, das ist so. Wie viel Sorgen macht Ihnen das? Weil man sieht, dass die Entwicklung auch wieder rückläufig ist, wenn die Gesellschaft wieder entspannter ist, bin ich nicht ganz so besorgt. Besorgt sein muss man um diejenigen, die sowieso schon am Rand standen. Die werden den Anschluss möglicherweise nicht erreichen. Die anderen, die sind, wie man sagt, resilient, die sind zäh genug, sozusagen den Anschluss wieder zu kriegen. Aber die anderen sind abgehängt. Also die vorher schon Schwierigkeiten in der Schule hatten, wenn die dann lange nur noch fernbeschult werden, die verlieren sozusagen den Anschluss. Um die muss man sich Sorgen machen. Aber wir wissen es einfach noch nicht, wie das in 5 Jahren sein wird. Schriftsteller, andere Autoren widmen ihr Buch den Eltern, der Frau, den Kindern. Arzt und Schriftsteller Frank Köhnlein allerdings, Sie haben es anders gemacht. Sie haben den aktuellen Roman dem Autohändler Ihres Vaters, Herrn Kniesel, gewidmet. Ja. Warum? Was steckt dahinter? Herr Kniesel hat das verdient, denke ich irgendwie. Und es werden so wenig Bücher Autohändlern und speziell Fiat-Händlern gewidmet, dass er es verdient hat. Der war ein treuer Lebensbegleiter, als ich Jugendlicher war. Lebensbegleiter der Familie sozusagen. Ich dachte erst, es wäre so eine versteckte Werbung. Nein, das war es, ist es nicht. Also ich entschuldige mich, falls es so rübergekommen ist. Aber wir waren einfach sehr häufig beim Fiat Kniesel, weil mit Fiat bist du sowieso relativ häufig, das liest man ja auch im Buch, relativ häufig in der Werkstatt irgendwie so. Und Herr Kniesel hat der Familie immer sehr wohlwollenden Segen mitgegeben. Ich erinnere mich einfach, immer wenn mein Vater gegangen ist, hat er gesagt, Gruß an die Gattin. Und das fand ich einfach liebenswert. Das steht ja auch in Klammern noch darunter, genau. Gruß an die Gattin. Das ist so aus der... Ja, und er hat gesagt, machen Sie es gut, machen Sie es gut. Das gehörte immer dazu, zum Kniesel gehörte, machen Sie es gut. Und das ist so schön für einen Psychiater, also ich würde meinen Jugendlichen, sage ich am Schluss, wenn ich sie verabschiede, sage ich auch, keep fighting, mach weiter so, komm, du kriegst es hin, so. Das ist nichts anderes als das, was der Kniesel gesagt hat, machen Sie es gut. Das stimmt, aber ein großer Autofreak sind Sie ja nicht. Nein, bin ich nicht. Also ich möchte mich nicht auf den Straßen sehen. Wann war das zuletzt der Fall? Ich glaube, vor 23, 24 Jahren bin ich zuletzt durch aktiv gefahren. Okay, und ansonsten alles mit dem Zug? Ja, zu Fuß, mit dem Zug, mit dem Fahrrad. Kann man ja in der Schweiz auch ziemlich verlässlich. Definitiv. Ja. In der Schweiz erreicht man jedes Dorf jede Stunde. Also von daher, ja.
Das Buch davor, wem hatten Sie das gewidmet? Dem Zahnarzt, meinem Zahnarzt. Ich habe einen sehr guten Zahnarzt. Ich mache jetzt hier keine Werbung, irgendwie, aber man kann mich gern anfragen. Mhm. Ich habe einen sehr guten Zahnarzt. Und das nächste Buch wird dann wem gewidmet? Das weiß ich noch nicht. Ich müsste den Affen mal eins widmen, weil von denen habe ich auch noch viel gelernt. Weil das erste habe ich den Kindern und Jugendlichen gewidmet. Und das meine ich aus ganzem Herzen. Ich glaube tatsächlich, von den Kindern und Jugendlichen habe ich mehr gelernt als von den Therapieausbildungen und sogar von meinen akademischen Lehrern. Von denen habe ich wahnsinnig viel gelernt. Aber ich habe jetzt zumindest bei dem Hinweis oder bei der Frage nach dem nächsten Buch keine klare Absage bekommen. Bekommt man auch schon mal gerne von Autoren, ja, das weiß ich ja nicht, was das nächste Buch ist, ob es eins gibt und sowas. Aber es gibt von Dr. Paul Hepp noch einen vierten Band demnächst? Ja, ich bin am Schreiben, aber ob das nachher dann verlegt wird, hängt ja auch immer davon ab, ob die Verlegerin sagt, das nehmen wir ins Programm. Es wird, so viel sei gespoilert, es wird um Essstörungen gehen. Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat, um Anorexie und Bulimie. Aber es könnte tatsächlich sein, dass Sie für sich das Buch fertig geschrieben haben, nochmal einen Blick drauf werfen und sagen, ach, so richtig gelungen ist es nicht, oder wovon würden Sie das abhängig machen? Nein, ich bin schon überzeugt von mir, ausreichend überzeugt von mir, aber es ist ja immer schwierig, die anderen davon zu überzeugen, dass man so überzeugend ist. Das glaube ich. So, Sie hatten vorher gesagt, Sie bereiten sich vor wie auf die Facharztprüfung. Ja. War einfacher, oder? Ja, mit manchen Fragen haben Sie mich schon fast an die nahe an die Kante gebracht, aber ich... Ehrlich, Sie müssen nachher die Note geben, wissen Sie, oder die Hörerinnen und Hörer müssen die Note geben. Also ich würde sagen, bestanden. Oh, Gott sei es gedankt. Ja. Mit dem gleichen Gefühl bin ich damals in Reutlingen aus der Facharztprüfung gegangen. Also guter Tag. Frank Köhlein, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen auch sehr. Es hat sehr Spaß gemacht.